Hier sehen wir jetzt die Costa Rio Romantica. Wir liegen jetzt in Hamburg Hafen. Hier hat es ein paar Balkone, halt weniger. Es sind mehr Außenkabinen. Aber super schön gemacht. Sieht auch ziemlich schön groß aus. Und hier geht es eigentlich ganz gut los. Nicht so wie auf dem klassischen Kochtische, dass du die ganze Woche deinen Tisch hast, deinen Tischnachbarn und deinen Kellner. Das ist bei Neo nicht so, aber es funktioniert dafür auch relativ gut, dass man einfach spontan sich seinen Tag aufteilt. Das ist das Hauptrestaurant. Man kann essen gehen, wenn man will, keine feste Essenszeiten. Sollte es dann doch bei Neo Zeiten voll sein, dann sagt der Metzger am Eingang, 5 Stunden, 20 Minuten, gehen Sie doch bitte nochmal an die Bar, holen Sie da noch funktioniert relativ gut. Da hinten dran wäre dann auch gleich. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Aufmerksamkeit. Das ist so die kleine Schwester vom Rossini. Also wer bei Eichner schon mal im Rossini war, der kennt dann auch so ein bisschen Stil des à la carte Club Restaurants. Hier habt ihr dann die Menüs. Das sind verschiedene, das ist jetzt eine Brunch-Variante oder eben die Abend-Variante. Die kostet 25 Euro pro Person aufpreis. Und von daher finde ich, wenn man mal einen schönen Abend verbringen möchte oder irgendwas anderes zu feiern haben, kann man durchaus mal einen Abend im Restaurant, genauso wie Rossini, es muss reserviert werden, natürlich zeitnah, wenn ihr einen bestimmten Abend haben wollt. Wenn ihr jetzt wieder seid, geht es manchmal auch noch am Abend. Das ist die Schokoladenbar, gefüllte 3 Millionen Kalorien, kann man hier zu sich nehmen. Ist aber leider noch zu. Das heißt, hier ist gerade leider kein Kuchen, kein Schokobrunnen, kein gar nichts. Also im Normalfall steht hier der fette Schokoladenbrunnen, wo die Erdbeere, die Schokolade, die Schokolade. Hier sind die Mini-Schweinereien in die Ordnung, der das macht, und bei dir. Hier haben wir die Zigarettenlounge. Hier kann man dann schön rauchen abends. Und somit ist es jetzt mittlerweile eigentlich eher so eine Räucherbude geworden. Leider auch wieder Fotogalerie, wie man das auf jedem Schiff kennt. Hier kann man schon auch in die Außenbereiche gehen, aber das ist halt kein Deck. So, hier sind wir jetzt Vienna. Vorsicht, Schräge. Sind wir dann wieder alle da? Also eine weitere Bar, das ist Cabaret oder Salon Vienna. Hier ist dann halt auch abends Live-Musik, hier kann getanzt werden. Wir haben eine entsprechende Bar dabei. Und wenn denn die... Hier sind wir die Samsara. Das Restaurant von Samsara. Das ist ein leichteres Essen. Ein besseres Essen kostet aber auch 25 Euro Zuschlag hier. Es ist jetzt leider noch nicht eingedeckt. Das ist die Kurzfahrt war ja schon teuer. Es ist abends aber schön beleuchtet. Tagsüber wird jetzt die Netto sind zum Essen. Das wird gerne genutzt von unseren Gästen, weil hier ist dann relativ ruhig, du hast einen ganz coolen Blick. Wenn es Wetter nicht so bombig ist, kann man sich hier zurücklehnen und kann einfach gucken, die Herzen fest. Von daher, das ist dann abends halt wahr und die sind quasi, sag ich mal, Sonnen- und Sichtschutz im stylischen Innere und Außen. Thank you.
sehr schön gemacht. Sehr schön. Schöne Zitronenbäumchen. Ich gehe dann das Buffet auf der anderen Seite weiter. Schinken, Käse, ein bisschen Eis. Und hier kommen wir von der anderen Seite wieder raus. Das ist die Steinofen-Pizzeria. Da könnt ihr dann Steinofen-Pizza, die kostet 6,50 €. Da gibt es eine Vorspeise, da ist eine Steinofen nach Wahl und ein Dessert. Und da kann man halt einfach nur die klassische Steinofen-Pizza essen, wenn man keine Vorspeise hat. Man muss hier rechnen, alles kostet extra, Matthias, auf Costa. Alles kostet extra, alles. Costa kostet extra, genau wie sich. Hier sehen wir die Poolbar, ein kleiner Pool. Hier kann man dann schön liegen, die Sonne genießen. Die Videobar. Das Fototeam. Und jetzt schauen wir uns das Schiff an. Ich bin der Hubert. Ich zeige euch jetzt das Schiff. Und wenn ihr Lust habt, unten Gefällt mir zu drücken, dann seht ihr alle weiteren Videos. Bis dann, ciao. Den zweiten Pool. Und auch ein schönes Deck hier. Hier 15 Euro am Tag. Da kann man sich dann schön hierher legen. Hat einen schönen Whirlpool hinten raus. Sieht ganz schön aus. Die Liederbar. Man kann hier noch mal ein Vermögen loswerden. Hier auf dem Schiff. Heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Und da kann ich jetzt vielleicht 3 Sätze noch zu dem Schiff an sich loswerden. Hier sehen wir das Casino. Schön klimper klimper, da geht es dann gleich zum Schiff rüber. Also wie ihr vielleicht schon eigentlich von Anfang an gesehen habt oder auch schon mitgekriegt habt, ist die Neo Romantica ein kleines Costa-Schiff. Das heißt, der ein oder andere hat vielleicht schon mal ein großes gesehen mit über 1500 Kabinen. Die sind halt auch entsprechend größer. Dies ist halt auch nur 220 Meter lang. Ansonsten sind wir bei knapp 300 Metern gekommen, weil wir euch die Samstag machen, Ausflüge angucken. Hier kann man Karten spielen, hier kann man Schach spielen, hier kann man sich Tipps holen, kann man sich schön so fit warm setzen. Also hier kann man über das interaktive Teil relativ viele Infos sehen. Das Neo ist nicht auf Shows gedacht, sondern mehr auf Ruhe. Momentan noch ein bisschen was anderes geparkt. Einer der Sportbäume. Und troverete le carte costa direttamente in cabina. Informiamo inoltre che troverete importanti informazioni sulla vita di bordo sul canale 3 della vostra televisione. Grazie e una meravigliosa crociera. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? All our guests and cabins are now ready. And you will find the Costa card directly in your cabin. Der ist nur zugänglich für die Gäste von Samsara. Thank you and enjoy your cruise.
Et vous trouverez votre carte Costa directement dans la cabine. Et nous vous informons aussi que sur la chaîne 8 de votre télévision et en cabine, vous trouverez entre autres informations sur la vie de bord. Merci et bon passage. Meine Damen und Herren, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Wir informieren unsere Gäste, dass die Kabinen jetzt bereit sind und Sie werden Ihre Costa-Karte direkt auf Ihrer Kabine finden. Wir informieren Sie auch, dass Sie wichtige Informationen über das Leben an Bord auf eingehen können und Standard halten oder was auch immer. Hier gibt es eine kleine Kapelle, da kann man auch schön seinen Gottesdienst. Aber hier geht es jetzt in die Weinbar und da laufen wir jetzt mal durch, weil die Jahre. Das alles auf Deutsch noch, wo man jetzt ein bisschen zu spielen. Eingerichtet, finde ich, ist sie auch ganz schick. Und hier um die linke Seite ist dann die Käsebar. Und wenn wir da geguckt haben, gehen wir rechts rüber raus in die Grand Bar. Mein Gott, ich hänge mich gerade auf. Und hier sind eben normalerweise die ganzen Käsesorten aufgebaut, wenn die Weinbar geöffnet ist. Hier sind dann hier in den Kühlschränken, die sind jetzt da drin und ansonsten ist das Ding hier schön dekoriert mit über 90 verschiedenen Käsesorten. Das ist richtig geil. Ich hab dich. Ach, mir fast klar. Die machen mit der Hostess die Besichtigung, dann gehen wir jetzt auf der anderen Seite wieder raus. Das ist jetzt Kreditkarten registrieren. Könnt ihr nämlich selber. Da zieht man einfach die Costa-Karte durch, im Anschluss die Kreditkarte und unterschreibt auf dem Ding. Und dann ist die Kreditkarte registriert und somit braucht ihr gar nicht mehr zur Rezeption. Und das ist auch das, was ich allen Gästen empfehlen würde, Kreditkartenzahlung, weil am Ende der Reise müssen sie sonst.
Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Fella in Hammelburg, im E-Center und unter fella.de.